Herzlich willkommen, meine Freunde, zur nächsten Ausgabe von WCW Monday Nitro. Und wir fangen sofort mit der richtigen Show an. Ohne Pre-Show heute geht es direkt los. Und Shane McMahon hat uns was zu sagen. Und zwar etwas sehr Konkretes, was die aktuelle Show betrifft. Nämlich, er setzt den Main Event für heute Abend an. Und er sagt, es ist so viel vorgefallen in den letzten Wochen zwischen den ganzen Beteiligten ineinander. Hat nicht alles gestimmt, es waren immer wieder Ungereimtheiten. Mittlerweile ist es eine ganz große Ungereimtheit und deswegen sehen wir heute im Main Event die Outsiders Seite an Seite mit den Steiner Brothers gegen Lex Luger und Sting, die Seite an Seite mit Sid und Vader antreten. Sie verstehen sich ja mittlerweile ganz gut und deswegen, warum nicht New World Order gegen WCW? Das ganze Segment kommt auch relativ gut an mit einer 82. Ich glaube, so kann man in eine Show reinstarten. Ich sage das sehr oft, dass man so reinstarten kann, aber 82 ist schon ein gehobenes Niveau dafür, dass Shane McMahon alleine ist, denn alle anderen, die er erwähnt, sind natürlich offscreen. Und damit steht unser Main Event fest. Die Outsiders und die Steiners gegen Luger, Sting, Sid und Vader in einem 8-Man Tag Team Match. Und wir gehen direkt in ein 6-Man Tag Team Match. Und zwar, das ist unser Opener. Die Armstrongs gegen Cyclope, Damien und Viano Nummer 4. Die Armstrongs zum allerersten Mal in kompletter Besetzung. Wir gucken mal hier auf die In-Ring-Performances. Wir haben Steve mit einer 58, Scott mit einer 62 und Brett Armstrong sogar mit einer 70. Der Typ ist wirklich gut. Brett Armstrong ist wirklich, wirklich gut. Viano Nummer 4. 59, Damien 55, Cyclope 64, das ist in Ordnung, ist ungefähr auf einem Niveau, wobei Cyclope noch etwas hervorsticht. Und wir haben insgesamt 62, ich glaube, das passt einigermaßen, ne? Das ist schon in Ordnung. Wir haben halt ja, mit Damien und Steve Armstrong zwei etwas schwächere, dafür mit Brett Armstrong und Cyclope, welche dies ein bisschen rausretten. 62 ist ein guter Opener für die Beteiligung und die Armstrongs schaffen das Unglaubliche. Sie gewinnen. Sie gewinnen Steve und Scott Armstrong also mit ihrem ersten richtigen Sieg, nenne ich mal richtiger Sieg. Sie haben ja einmal bereits gewonnen gegen Local Talents. Das hier ist ihr erster Sieg gegen ernstzunehmende Gegner. So möchte ich es mal ausdrücken. Und der Sieger in diesem Match ist Brett Armstrong. Denn Brett holt hier wieder den Sieg. Diesmal zusammen mit seinen Brüdern. Mit dem Russian Leg Sweep. Sehr guter Sieg. Und nach diesem Match freuen sich die Brüder mal wieder erneut mit ihrem Bruder Brett, der sie auf die Siegerstraße gebracht hat. Zum allerersten Mal die Armstrongs. Man kann es schon verstehen, aber Brett Armstrong, man sieht es ihm auch wieder an, er will gottverdammt nochmal nicht so im Mittelpunkt stehen. Und seine Brüder übertreiben es auch ein bisschen. Ne? Das ist schon ein bisschen cringe, das Ganze, wie das aussieht, wie sie sich freuen. Obwohl Brett Armstrong derjenige ist, der hier eigentlich die große Arbeit leistet. Er hat ein Singles-Match gewonnen, jetzt seine Brüder mit quasi durch das Match gezogen. Es klingt ein bisschen böse, die haben schon auch gut gewrestelt. Aber der erste richtige Erfolg der Armstrong Family. 53er Segment, darum ging es hier auch nicht. Es geht einfach nur darum, ne, das weiter zu erzählen. Und wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und da haben wir Alex Wright gegen Psychosis. Und da sehen wir leider schon, dass die beiden keine gute Chemie miteinander haben. Ne? Wirkt alles ein bisschen merkwürdig. Passt mir gar nicht. Alex Wright nur 61, obwohl der normalerweise ein bisschen stärker ist. Psychosis 68. Auch der ist eigentlich etwas besser. Aber Alex Wright ist halt hier richtig böse in der In-Ring-Performance eingebüßt. 65er Match geht sogar noch klar vom Rating her, finde ich. Ist auch ungefähr das, was ich tatsächlich erwartet habe. Aber durch den Penalty sehen wir, dass hier noch viel mehr drin gewesen wäre. Also wir hätten hier bestimmt an die 70 kratzen können. Psychosis gewinnt auf jeden Fall dieses Match mit der Sky Twister Press und positioniert sich im Kampf um den Cruiserweight-Title. Während Alex Wright eine Niederlage einstecken muss, aber er hat sehr viele Siege geholt schon, deswegen die Niederlage tut ihm nicht so sehr weh, aber dennoch etwas schade mit dem Match, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Nichtsdestotrotz, wir machen erstmal weiter mit einem Segment im Backstage-Bereich. Wir haben Hogan und Eric Bischoff und Hogan schreit Eric Bischoff zusammen, er staucht ihn zusammen, er ist richtig wütend, immer noch von letzter Woche, er hat quasi das Match
ja, verspielt. Er hat alles auf die Karte zweite Mannschaft gesetzt und das hat nicht funktioniert beim Match Sid Vicious gegen Scott Steiner. Wer es verpasst hat, gerne angucken. Und da ist einiges schiefgegangen und Hogan ist stinksauer auf Eric Bischoff. Er sagt, er hat sein Vertrauen missbraucht. Er hat ihm eine ganz klare Aufgabe gegeben, Buff Bagwell, Ted DiBiase und Vincent aus der New World Order zu schmeißen. Ja, und zwar auf die netteste Art und Weise. Stattdessen lässt Bischoff die drei Hampelmänner zum Ring laufen und das Match versauen, wo es um so viel ging. Und das kann er eigentlich fassen, dass er das getan hat, dass er sein Vertrauen derart missbraucht hat, obwohl es nur so eine simple Aufgabe war. Und das Ganze ist eine Katastrophe. Die Fans können jetzt aussuchen, in was für einem Match ich mich stellen soll. Hast du mal die 5 Matches gesehen, die zur Auswahl stehen? In was ich mich da reinbegeben könnte? In einen Käfig mit Sid Vicious? Willst du in einen Käfig mit Sid Vicious eingesperrt werden? Eric, vielleicht möchtest du dieses Match ja annehmen und dich in einen Käfig einsperren lassen. Oder ein Dog-Color-Match? Ja, soll ich mich in einem Dog-Color-Match auf engstem Raum bewegen mit Sid Vicious? Hals an Hals angekettet? Will man das mit Sid Vicious? Will man sicher nicht. Möchte man ein Tables-Match und durch irgendwelche Möbelstücke fliegen? Nein, ich denke auch, das ist nicht so geil. Ein Buried Alive-Match? Eric, wirklich, Eric, das ist deine Schuld. Wenn irgendjemand lebendig begraben wird nach dem Match, dann bist du das. Und dann haben wir noch einen Boiler Room Brawl. Ich soll mich also in einem Heizungskeller mit Sid Vicious anlegen, wo ich nichts richtig erkennen kann, wo Gegenstände rumliegen. Soll sich der Champion, ich meine, guck dir mein Gesicht an. Ich drehe bald einen Film. Willst du, dass ich irgendwie Kratzer und blaue Flecken im Gesicht habe? Ein blaues Auge, einen gebrochenen Kiefer wegen deiner Unfähigkeit? Geh mir aus den Augen. Und Eric Bischoff verlässt dann den Raum, hat gar nichts dazu gesagt, ist ganz klein mit Hut, als er hier zusammengestaucht wird in einem 80er-Segment. Sehr, sehr gut, Eric Bischoff macht das hier hervorragend, obwohl er nichts gesagt hat. Trotzdem gut, Hogan natürlich wirkt mal wieder wie ein Star, 80er-Segment. Ich denke, das ist ganz gut und hier hat er mal eine richtige Standpauke bekommen, die sich Bischoff ehrlich gesagt aber auch ein bisschen selber eingebrockt hat. Wir machen allerdings erstmal weiter mit dem nächsten Match und da haben wir Kevin Sullivan gegen Meng. Es gab ja innerhalb des Dungeon of Dooms sehr viel Ärger, sehr viel Stress. Kevin Sullivan ist in einer Mülltonne gelandet, beziehungsweise in einem Müllcontainer gelandet und das kann er nicht auf sich sitzen lassen und deswegen gibt es jetzt das Match Kevin Sullivan gegen Meng. Beide auf ähnlichem Niveau, weil Meng nicht gut drauf war. Nur eine 62er Performance, Sullivan eine 60er Performance. Der Barbarian ist natürlich am Ring, Jimmy Hart ist am Ring und am Ende ist es Meng, der Kevin Sullivan mit dem Tangan Death Grip zur Aufgabe bzw. kurz mal bewusstlos gemacht hat, denn man verliert ja das Bewusstsein eher bei diesem Aufgabegriff. Er erlangt das Bewusstsein relativ schnell wieder, hat aber schon das Match verloren. 10,5 Minuten dauert das Ganze und Meng ist der Sieger. 63er Gesamtrating ist sogar echt gut. 62 und 60, wir haben sogar ein bisschen höheres Rating erzielt. Obwohl Meng nicht gut drauf war, das hätte also nochmal deutlich besser sein können. Ist halt immer ein bisschen schade, aber Sieg für Meng. Nach dem Match geht's aber noch weiter. Jimmy Hart hilft hier Meng und Sullivan, weil er ja eigentlich der Manager von dem gesamten Dungeon of Doom ist. Ein 68er Segment, sehr gut, besser als das Match. Und Sullivan ist gerade wieder auf den Beinen, hat sich vom Tangan Death Grip erholt und spricht sofort die nächste Herausforderung aus gegen den Barbarian. Er will nächste Woche direkt gegen den Barbarian antreten, denn auch er bräuchte eine Lektion, sagt Kevin Sullivan, obwohl gerade Meng Sullivan eine Lektion erteilt hat. Er will dem Barbarian aber auch noch eine Lektion erteilen für sein Handeln. Und der Barbarian nimmt an und das bedeutet, wir sehen den Barbarian gegen Kevin Sullivan nächste Woche auf jeden Fall bei Nitro. Das ist jetzt nicht das allerkrasseste Match für eine Ankündigung für die nächste Woche, aber es wird auf jeden Fall trotzdem ein interessantes Match sein. Wird er alle beide Einzelmatches gegen die Faces of Fear verlieren oder kann er sich vielleicht gegen den Barbarian durchsetzen? Was macht Meng? Was macht Jimmy Hart, der jetzt eigentlich der Manager von allen ist, aber naja, irgendwie zerstreiten sie sich hier gerade. Fragen über Fragen, die
auf Antworten warten. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment und das ist ein Interview mit Jeff Jarrett und Miss Elizabeth. Und Jeff, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut mit 84, das beste Segment bis hierhin. Sehr gute Performances, aber da gehen wir gar nicht so sehr drauf ein. Wir gehen erstmal auf das Interview ein und Jeff Jarrett sagt von sich selbst: Ich habe eine beeindruckende Serie hingelegt und einen Sieg nach dem anderen eingefahren. Ich habe Lex Luger besiegt, ich habe Bret Hart besiegt, ich habe Rowdy Roddy Piper geschlagen, ich habe Ric Flair besiegt, zum Aufgeben gebracht. Das muss man erstmal schaffen gegen jemanden von den Four Horsemen, gegen vielleicht sogar den Anführer der Four Horsemen, wenn man das so sagen darf. Und es wird Zeit für ein bisschen mehr Anerkennung. Meine Serie ist deutlich beeindruckender als so mancher, der gerade in den Main Events steht. Und er will natürlich noch weiter sich beweihräuchern, als Ric Flair mit hochrotem Kopf das Interview stürmt und das Ganze crasht und ihn rüde unterbricht und sagt: Du hast eine beeindruckende Serie gebaut, willst du mich verarschen? Deine ganze Serie, deine so beeindruckende Serie gegen so viele große Wrestler, fußt auf einem sehr wackeligen Fundament, denn es ist Lug und Betrug. Und nur deswegen bist du überhaupt relevant. Du hast mich mit meinem eigenen Finisher besiegt. Das ist eine Schmach für mich, eine Blamage für mich, für den Nature Boy. Und deswegen fordere ich dich heraus bei Spring Stampede in einem Rückmatch. Und wenn du dann gegen mich gewonnen hast, dann kannst du von einer beeindruckenden Serie sprechen, denn dann hast du einen echten Star und einen Rekord-World-Champion besiegt. Allerdings kann das auch in die Hose gehen. Es ist deine Sache, ob du die Herausforderung annimmst, aber lass dir gesagt sein, das wird ein Submission-Match. Ich will, dass dieses Match nur durch Aufgabe gewonnen werden kann und das heißt dein Figure-4-Leglock gegen mein Figure-4-Leglock. Und Jeff Jarrett zögert kurz, guckt dann aber Miss Elizabeth an, die ihm so ganz leicht zunickt und anscheinend schon etwas im Petto hat und Jeff Jarrett sagt: Es ist gebongt. Du, Flair gegen mich bei Spring Stampede in einem Submission-Match und damit haben wir ein Match, was feststeht, nicht nur Sid gegen Hogan, wo ihr ja noch bestimmen könnt, in welchem Match die aufeinandertreffen sollen. Die Umfrage läuft: Käfig-Match, Dog-Collar-Match, Tables-Match, Buried Alive, also lebendig begraben, oder ein Boiler Room Brawl. Daraus könnt ihr entscheiden, wie der Main Event von Spring Stampede aussieht. Aber wir haben auch Jeff Jarrett gegen Ric Flair in einem Submission-Match. Starke Leistung von allen Beteiligten, 84er-Segment, super gut und wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und das ist ein Hardcore-Match zwischen Jim Duggan und La Parka. Jim Duggan, ich weiß gar nicht, ob er dabei war beim großen Hardcore-Match bei Uncensored. La Parka war auf jeden Fall dabei und der bringt ja sowieso immer einen Stuhl mit, also kann man auch gleich mal damit loslegen. 60er Performance von Jim Duggan, 71 von La Parka, sehr, sehr stark. 68er Match, das bisher auf jeden Fall beste Match, glaube ich, ne? Matchtechnisch hatten wir noch nichts Besseres. Schönes Hardcore-Match, knapp 10 Minuten geht es, keiner hat konditionelle Probleme, wobei das eher auf Jim Duggan zutrifft, der auch körperlich nicht mehr so ganz gut in Form ist, aber mit dem Running Clothesline Tackle gewinnt Jim Duggan hier gegen La Parka mit einem doch überraschenden Sieg. Aber in einem Hardcore-Match geht das natürlich. Es wurden auch Stühle und Tische eingesetzt. Also es war schon ein ordentliches Match mit einer 68. Und wichtiger Sieg für Jim Duggan, der sich so ein bisschen in die Hardcore-Szene selber reinbringt. Denn er ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er ein großer Hardcore-Wrestler ist. Aber er merkt zwar jetzt auch, er merkt ja selber, da entsteht gerade vielleicht eine neue Division, wo es was zu holen gibt. Denn wenn wir ehrlich sind, er ist jetzt kein Main-Eventer. Er wird jetzt nicht um den World Heavyweight Title antreten in seinem schon gehobenen Alter. Deswegen muss er sich eine andere Nische suchen und die scheint er gefunden zu haben. Wir machen weiter mit einem kleinen Segment zwischen den Blue Bloods. Ja, die gibt es noch und die Blue Bloods sind offiziell Number One Contender auf die Tag Team Titel der Natural Disasters. Und die besprechen sich jetzt hier, wer denn bei Spring Stampede antreten darf. Also die Drecksarbeit durften ja Earl Robert Eaton und Squire David Taylor machen, als sie gegen die Road Warriors ran mussten. Das verwendet Lord Steven Regal jetzt aber gegen die beiden und sagt: Ey, ihr habt gegen die Road Warriors verloren. Ich bin auf jeden Fall Teil des Teams und wir diskutieren das jetzt aus, wer mit mir gegen die Natural Disasters antreten darf.
Denn diese Chance will sich Regal natürlich nicht entgehen lassen. Auf wen letztendlich seine Wahl fällt, wer letztendlich an der Seite von Regal antritt, das wird noch nicht verraten. Aber die Verhandlungen, die Besprechungen hier in der königlichen Elite des Wrestlings, kann man ja so sagen, es sind ja die Blaublütigen, geht auf jeden Fall los und in die heiße Phase. Bald wird sich entscheiden, gegen wen die Natural Disasters ganz genau antreten werden. 67er Segment ist in Ordnung für die drei von der Tankstelle und ich würde sagen, wir springen ins nächste Match und da haben wir Tag Team Action. Chronic trifft auf die New World Order in Form von Ted DiBiase und Buff Bagwell. Brian Clark, also Adam Bomb, Brian Clark mit einer 71, Brian Adams 67, Buff Bagwell 66 und Ted DiBiase mit 70. Das sind echt gute Werte. Meine Fresse. Announcing und Color Commentating waren sehr gut. 69er Match und damit ein Punkt besser als Jim Duggan gegen La Parca. Und damit bis jetzt das beste Match. Der Double Chokeslam gegen Buff Bagwell beendet das Match und Chronic geht hier als Sieger hervor. Und sammeln sie wieder Sieg nach Sieg. Sie holen sie sich, auch wenn Ted DiBiase und Buff Bagwell jetzt kein absolutes Top-Tech-Team sind und auch eigentlich gar kein Tech-Team sind, aber sie gehören halt noch zur New World Order, dank Eric Bischoff. Und jetzt stecken sie hier sogar die Niederlage ein. Also auch nochmal ein kleiner Schmutzfleck auf der New World Order-Weste. Sieg für Chronic, sehr, sehr wichtig. Und wir machen weiter mit einem Interview. Bill Goldberg ist bei Mean Gene Okerlund, auch 84, damit genauso stark wie unser bisher stärkstes Segment. Und er sagt halt, dass er die Herausforderung annimmt und fertig. DDP hat ihn letzte Woche herausgefordert bei Spring Stampede um den United States Title in einem First Blood Match. Und ganz kurz und knapp macht es hier Bill Goldberg und sagt, ja, ich nehme auf jeden Fall an. Allerdings bekommt dann Goldberg aus dem Nichts einen Stuhl ins Gesicht geschleudert und das war auch ein richtiger Volltreffer an der Stirn, so leicht an der Schläfe. Goldberg fällt einfach um. Die Lichter gehen auf jeden Fall kurz aus und er bewegt sich zwar am Boden, also er ist bei Bewusstsein, aber das Ding hat richtig gesessen und natürlich kam dieser Stuhl nicht von irgendjemandem geflogen, sondern von Diamond Dallas Page. DDP schnappt sich das Mikrofon und sagt, Goldberg, du wolltest es blutig, du hast es eigentlich schon blutig gemacht gegen Bam Bam Bigelow und wir ziehen diese Blutspur von heute an bis zu Spring Stampede einfach durch. Und guckt ihn euch an. Hier, halt die Kamera drauf und zerrt den Kameramann so zu sich hin und er soll draufhalten. Und wir sehen, dass Goldberg eine große Platzwunde an der Stirn hat und somit sich schon mal darauf einstellen kann, wie das Ganze aussieht bei Spring Stampede. Denn wenn das passiert, dann verliert Goldberg dieses Match. Und das Problem ist, er hat jetzt eine Platzwunde. Und in 2 Wochen... ist Spring Stampede in nicht mal ganz 2 Wochen und wenn er dann diese Platzwunde hat, könnte die natürlich schnell aufgehen und somit könnte Goldberg das Match sehr schnell verlieren und mit dieser Aktion rächt sich DDP nicht nur Bam Bam Bigelow, sein Freund, sondern verschafft sich vielleicht sogar einen Vorteil für das Match, was Goldberg gerade eben angenommen hat, bevor er noch, da hatte er noch eine lupenreine, babyweiche Stirn, jetzt ist sie aufgeplatzt und zerfetzt, sehr gutes Segment hier, 84, DDP und Bill Goldberg, das ist eine richtige Blutfehde und wie könnte es besser enden als in einem First Blood Match. Wir machen weiter mit dem nächsten Match und das ist das beste Match des Abends. 78, richtig, richtig stark. Rowdy Roddy Piper trifft auf den British Bulldog. Das geht auch hier fast 12 Minuten. Roddy Piper 83, Bulldog 75 und Piper gewinnt das Match mit dem Sleeper Hold. Er schickt den British Bulldog also ins Land der Träume, schickt ihn schlafen und gewinnt dieses Match. Rowdy Roddy Piper also mit einem wichtigen, mit einem guten Sieg. Er ist ja auch einer derjenigen, die ein bisschen unter Jeff Jarretts miesen Aktionen gelitten haben. Da gab es schon einige, die darunter leiden mussten. Und der Nature Boy lässt sich das Ganze nicht gefallen, aber Piper findet auch den Weg wieder zum Erfolg. Guter Sieg und extrem starkes Match. Ich wusste, dass der Bulldog sehr gut ist.
Ich weiß auch, dass Roddy Piper noch sehr ordentliche Matches abliefert. Deswegen, das ist das perfekte Match gewesen. 78, wir machen weiter mit dem nächsten Interview. Und da ist der Number One Contender Sid Vicious im Interview. Und erstmal wird er natürlich gefragt, wie es mit dem Main Event heute aussieht. Zusammen an der Seite von Vader, aber eben auch an der Seite von Lex Luger und Sting. Und er sagt, zwischen Lex Luger, Sting und uns, den Masters of the Powerbomb, sind nicht alle Wogen geglättet, sagen wir es mal so. Aber wir verfolgen das gleiche Ziel und wir werden uns auch für dieses eine Match zusammenreißen können. Wir sind alles Profis, wir sind alles Top-Leute der WCW. Wohlgemerkt der WCW, nicht der NWO. Und von daher mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen, was den Main Event heute angeht. Und Mean Gene hakt dann natürlich noch nach und sagt, wie zufrieden ist man denn so mit der Match-Auswahl, die es werden kann bei Spring Stampede. Und er sagt, er ist sehr zufrieden mit dieser Auswahl und er vertraut den Zuschauern diese Entscheidung an, denn egal wie sie sich entscheiden, es sind sehr gute Matches für einen Sid Vicious und ich bin mir sehr sicher, dass sie die richtige Entscheidung treffen werden. Ich möchte sie gar nicht beeinflussen, ich bin mir einfach sicher, sie sind es leid, Hollywood Hogan als Champion zu sehen. Ich meine, der dreht bald einen Film. Was passiert, wenn ihm keiner den Titel abnimmt? Bis dahin. Ich meine, sehr oft wird er den Titel nicht verteidigen. Vielleicht ist es sogar die letzte Titelverteidigung. Und dann sehen wir den größten Titel der WCW wochenlang nicht mehr in den Shows, weil Mr. Hollywood in Hollywood unterwegs ist und irgendwelche Filmchen dreht. Was sollen das überhaupt für Filme werden? Oder ist es Thunder in Paradise Staffel 3? Mehr als zwei Staffeln hat er ja nicht zustande gebracht, Mr. Hollywood. Und damit endet das Interview, ein kleines Shoot-Interview auch von Sid Vicious in Richtung Hogan, der es einfach auf sich zukommen lässt und mit der Auswahl an Matches eigentlich generell kein Problem hat. Das ungünstigste wäre vielleicht, aber ich will euch nicht beeinflussen, aber vielleicht das Tables-Match. Ne, weil so ein Riese wie Sid Vicious ist schwer zu besiegen, aber ihn durch einen Tisch zu schubsen, das könnte natürlich relativ einfach passieren. Allerdings kann er auch ganz locker einen Hogan durch einen Tisch werfen. Also von daher, wer weiß schon, wie es ausgeht, aber ihr entscheidet das Match. Leider nur 73, bisschen schwach. Er ist halt nicht der krasse Talker und Mean Gene hat jetzt auch keinen Bonus dabei gehabt, aber eben auch hat einen soliden Job gemacht. Von daher geht das schon in Ordnung mit 73 und wir machen weiter. Mit einem weiteren Segment. Und da haben wir bis jetzt das beste Segment. Hogan im Backstage-Bereich, der immer noch stocksauer ist. Der ist immer noch geladen, weil er Eric Bischoff zusammenstauchen musste. Und er sagt auch, dass er es nicht gerne macht, aber ihm hängt es zum Hals raus. Es kann nicht sein, dass man so leichte Befehle einfach nicht ausführt. Und das war jetzt wirklich nichts Schwieriges. Und die Outsiders sind da und versuchen ihn so ein bisschen zu beruhigen, sagen, hey Hogan, sowas kann passieren, wir sind die NWO, wir sind abgesichert. Wir haben heute noch ein hartes Match im Main Event, aber für den Pay-Per-View, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, es wird schon nicht so schlimm werden und denk dran, die NWO ist da. Die NWO ist jederzeit da und die NWO steht wie eine Familie zusammen. Und die Worte von Nash und Hall beruhigen ihn auch tatsächlich. Das Ganze zeigt Wirkung. Er fährt ein bisschen runter, die Ader an seinem Hals schwillt ein bisschen ab. Die Wut auf Eric Bischoff ist vielleicht ein bisschen abgeklungen. Und damit endet das Segment alle mit hervorragenden Leistungen, fantastischen Performances und exzellenten Darbietungen. 85 ist das Rating. Ich bin damit sehr zufrieden. Bestes Rating, wie könnte ich damit unzufrieden sein? Und ich würde sagen, wir machen weiter. Wir sind nämlich noch nicht beim Main Event. Wir haben noch ein Titelmatch im Programm, nämlich Television Title Match Vampiro gegen Brian Pillman. Und die sind auf einem sehr ähnlichen Niveau. Leider nur eine 73, obwohl sie 74 und 77 in der In-Ring-Performance haben, also Brian Pillman 74, Vampiro 77, ein nettes Television-Title-Match auf hohem Niveau mit einer 73 und Brian Pillman Jr. verliert gegen Vampiro nach seinem Michinoku-Driver bzw. Vampiro-Driver, wie er ihn ja nennt, sehr kreativ auf jeden Fall, 12 Minuten 32 und
Das ist die zweite Titelverteidigung von Vampiro. Brian Pillman konnte ihm hier also nicht den Titel streitig machen. Und wir gehen erstmal ins nächste Segment. Und da haben wir nochmal ein kleines Interview mit Harlem Heat. Und da geht Mean Gene natürlich auch wieder in die Offensive. Der scheut nicht davor, unangenehme Fragen zu stellen. Und er fragt, was denn los war. Letzte Woche das Match verloren durch eine Miscommunication gegen Chris Benoit und Rick Rude. Also es gab ein Missverständnis und Booker T sagt ganz einfach, ey, unter Brüdern gibt es auch mal Streit. Das ist ganz normal, jeder, der Geschwister hat, wird das wissen. Man kann sich nicht immer einig sein, man streitet sich mal, man prügelt sich vielleicht sogar mal. Aber alles in allem ist das normal und kein Grund, irgendwelche Gerüchte zu streuen oder versuchen, Salz in die Wunde zu streuen, irgendein Keil zwischen uns zu treiben. Es ist nun mal passiert. Es war mein Fehler, sagt Booker T. Ich gebe es zu, es war mein Fehler. Ich habe ein bisschen überreagiert. Es war nicht Stevies Fehler, wie ich es fälschlicherweise letzte Woche noch behauptet habe. Es war meine eigene Dummheit. Ich war nur ein bisschen sauer, ein bisschen, das Adrenalin ist vielleicht auch etwas mit mir durchgegangen. Aber es gibt keinerlei Gründe jetzt hier, irgendwelche Gerüchte über Trennung und Ärger bei Harlem Heat zu streuen. Und Sister Sherry stimmt den Ganzen zu. Sie ist nämlich auch dabei, hilft Stevie Ray in diesem Segment 68er Interview. Das passt. Und ich würde sagen, wir springen weiter. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht jetzt den Main Event sehen. Oder ob ich da noch ein Segment zwischengepackt habe. Aber ich glaube, es ist Main Event Zeit. Und das ist es auch. Und es ist ein sehr gutes Match geworden. Um Gottes Willen, Sting war nicht gut drauf. Sehr, sehr selten, dass wir das sehen, aber er ist auch in einer amazing Form, was wiederum bedeutet, dass er eigentlich den Penalty ein bisschen aushebelt. Kevin Nash mit Grundvertrauen, 84er Match, richtig, richtig gut. Ist es das beste Match? Ich glaube ja, ne? Das ist das beste Match. Wir hatten nur ein Segment, was noch besser war. Rick Steiner, 74, Scott Steiner 87, Scott Hall 93, Kevin Nash 97, Vader 91, Sid Vicious 94, Lex Luger 90 und Sting eine 98. Obwohl er schlecht drauf war, hat er seine 98 trotzdem abgerissen. Rick Steiner war der Schwachpunkt in diesem Match. Natürlich, Rick Steiner gehört nicht zu den absoluten Stars. Alle anderen sind Major Stars. Oder mindestens Stars. Rick Steiner ist, glaube ich, eine Stufe drunter, deswegen das schwache Glied in der Kette. Aber insgesamt war das schon fantastisch. 84er Match und wir sehen, dass Lex Luger, Sting und die Masters of the Powerbomb gewonnen haben. Und zwar hat Sting Rick Steiner mit dem Scorpion Deathlock zur Aufgabe gebracht. Luger und Sting quasi das erfolgreiche Team im Team. Und eine absolut saubere Zusammenarbeit mit den Masters of the Powerbomb, die hier in diesem Match perfekt harmoniert haben, so wie Sid es vorausgesagt hat. Bittere Niederlage für die Outsiders und die Steiner Brothers und natürlich somit für die gesamte NWO, die auch schon das Tag Team Match gegen Chronic verloren haben. Und während des Matches, die Show endet natürlich mit dem Bild und mit den siegreichen WCW-Wrestlern, aber während des Matches haben wir noch ein Segment gehabt, was wir jetzt am Ende der Show natürlich analysieren werden. Und zwar wollte während des Matches Hollywood Hogan mit Eric Bischoff und Shane zusammen zum Ring kommen. Allerdings haben sich Bill Goldberg, der mit einem Turban dasteht, weil er eine schwere Platzwunde davongetragen hat, blutverschmierter Turban, und Bret Hart haben sich auf der Rampe aufgebaut und lassen Hogan und seine zwei Lakaien nicht durch. Sie wollten eingreifen für ihre NWO und es hat nicht geklappt, weil hier die WCW zusammengehalten hat. Bret Hart und Bill Goldberg Seite an Seite stoppen sie die NWO und damit auch den World Champion. Auch hier sehen alle sehr, sehr gut aus und das gab auch nochmal ein 81er Segment. Das ist natürlich während des Matches passiert und mit den jubelnden WCW-Wrestlern Sting, Luger, Vader, Sid, Bret Hart und Goldberg, die auch noch natürlich jubeln und grinsend vor Hogan stehen, weil sie aufgehalten haben, endet diese Nitro-Show. Ich denke, das war eine gute Show. Es war nicht die allerbeste, weil da waren ein paar Matches, die nicht gezündet haben oder nicht so gezündet haben, wie sie hätten zünden können. Nichtsdestotrotz ein bärenstarker Main-Event. Wir finishen.
Und ja, wir haben eine 80er Nitro-Ausgabe. Das ist mittelmäßig für Nitro. Wir hatten, glaube ich, in der letzten eine 82, jetzt eine 80. Immer noch 14 Regionen, wo wir unsere Popularität verbessern. Also war das auch dennoch ein Erfolg. Aber insgesamt gesehen, über die Show gestreckt, waren diese ganzen Sachen nicht gut genug. Wir haben trotzdem coole Matches. Also Roddy Piper und British Bulldog gegeneinander, 78. Das war schon ziemlich fantastisch. Aber das war halt mit dem Main Event zusammen auch das beste Match. Vampiro gegen Brian Pillman, wir hatten also auch noch ein Titelmatch drin, hatten ganz nette Segmente und von daher bin ich zufrieden. Wir finishen das Ganze. Wir haben noch eine Nitro-Ausgabe nächste Woche, bis es dann mit Spring Stampede weitergeht. Da wartet schon die nächste Großveranstaltung. Und wir wissen schon ein paar Matches, ich glaube 4 Matches wissen wir schon, wenn ich mich nicht vertue. Wir wissen natürlich Hollywood Hogan gegen Sid Vicious, wo ihr das Match bestimmt. Also gerne abstimmen, welches Match ihr im Main Event sehen wollt. Dann haben wir die Natural Disasters gegen die Blue Bloods. Das steht ja auch schon fest. Man weiß nur noch nicht genau, wie die Besetzung der Blue Bloods aussieht. Außerdem haben wir Diamond Dallas Page gegen Bill Goldberg in einem First Blood Match um den United States Title und Jeff Jarrett gegen Ric Flair in einem Submission Match. Auch diese Matches klingen alle sehr, sehr nice. 80er Show haben wir hingelegt, ne? Ich zögere das ein bisschen raus, dass wir nicht gucken, aber wir müssen gucken. Wie sieht's aus bei Raw? Oha, 72! Das ist Gold. Das ist pures Gold. Unsere Show war nicht so gut. Es kann sein, dass die Industrie gerade ein bisschen sinkt und wir deswegen auch schwächere Shows haben. Aber auch Raw. Die haben auch diesmal kein so ein krasses Match drin gehabt. Das ist hervorragend. Das ist absolut hervorragend. Wir haben 8 Punkte. Wir haben eine 8 Punkte bessere Show hingelegt und jetzt fühlt sich die Nitro Show noch viel besser an, als das Rating eigentlich hergegeben hat. Richtig schön. Wir gucken mal weiter hier. Opinions, Squire David Taylor connected nicht mit den Fans, sagt uns DDP. Scott Hall sagt, dass Bryan Adams nicht sellen kann. Ja, das Problem haben wir bei einigen, nicht nur bei Bryan Adams. Und wir haben 1,687 Millionen Zuschauer gehabt. Das ist auch ein bisschen runtergegangen. Nicht dramatisch, aber ich glaube, wir haben in der Industrie tatsächlich gerade eine sinkende Tendenz, was das Wrestling angeht. Nichtsdestotrotz, gute Nitro-Ausgabe. Nächste Woche geht's noch einmal rund mit Nitro und dann steht schon Spring Stampede an. Seid gerne dabei. Ihr seid allerherzlichst eingeladen, einzuschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Support. Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.